Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Enlisted Show. So, da sind wir wieder mit ein paar Enlisted News. Und im letzten Video, wo es um den Shotgun Buff ging, hatte ich ja erzählt, dass eigentlich geplant ist, dass die Pistolen auch nochmal angepasst werden. Das ist passiert vor einer Woche oder so, müsste es gewesen sein, mit Making Enlisted a Better Place Nummer 8. Da ging es um die Pistolen und benutzerdefinierte Spiele. Was mich jetzt aber nicht so kratzt, weil die Custom Games sind zwar ganz cool, aber da geht es halt eher um Teamkillen und solche Sachen. Und da ich diesen Hardcore Lone Fighter Modus eh nicht spiele, weil der meiner Meinung nach nicht so zum Kern des Spiels passt, beziehungsweise der Kern des Spiels ist für mich halt der Truppmodus mit den Bots. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Deswegen gehe ich da nur mal kurz drauf ein. Und zwar, wenn man es da jetzt übertreibt mit Teamkills, dann wird man halt nicht nur aus der Sitzung gekickt, sondern es kann halt gehen, dass du halt, du wirst dann erst gesperrt für eine gewisse Zeit. Irgendwann wirst du dann mehrere Monate gesperrt. Und weiß nicht, irgendwann wirst du vielleicht dann komplett gesperrt von dem Modus. Also nicht aus dem Spiel, nur für den Modus in den Custom Games halt. Und am Gameplay wurden ein paar Sachen geändert. Und zwar Soldaten, die halt von Verbündeten getötet werden, die lassen jetzt keine Waffe mehr fallen. Weil ich denke mal, das war dann früher so vielleicht. Einer hat einen MG42 gehabt. Du hast keins gehabt, du hast ihm ins Maul geschossen, hast seine Waffe genommen und bist damit weggerannt. Habe ich jetzt gar keine Erfahrung gemacht. Also wenn das irgendeiner öfter gespielt hat oder so, der kann es ja mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so schlimm war. Da kenne ich mich leider nicht so aus. Und dann gab es halt eine Verbesserung von Pistolen und Revolvern. Zwar nicht das, was ich gedacht hatte. Ich dachte, dass die Revolver, oder ich hatte es gehofft, dass die Revolver ein bisschen mehr Damage-Output kriegen. Weil die Revolver sind halt echt kacke. Aber im Endeffekt wurde jetzt nur der Rückstoß reduziert von den Waffen. Und schnelleres Waffenwechseln und Anvisieren und die Munition wurde erhöht. Liegt jetzt zwischen 48 und 52 Schuss, was halt nicht schlecht ist. Die Secondary Munition kann man zwar auch an den Munitionskisten auffüllen, aber seine Pistole benutzt man jetzt nicht allzu oft. Ich habe jetzt auch nicht großartig mit Pistolen und Revolvern gespielt seit dem Update. Deswegen kann ich da jetzt nicht ganz genaues Feedback dazu geben, ob das jetzt viel besser ist als vorher. Wie ich im anderen Video schon gesagt habe, ich fand die Pistolen eigentlich voll okay. Wie gesagt, das Einzige, was mich angepisst hat, war der Schaden von den Revolvern, weil das war halt, kannst du auch Papierkugeln gegen den Kopf schmeißen. Ey. So, und das war es dann schon zu dem Update. Kurz danach gab es dann nochmal ein kleines Update. Da ging es um die Multiplikatoren in diesen benutzerdefinierten Spielen, also in den Custom Games. Da wurden jetzt ein paar Voraussetzungen eingebaut, dass die ganzen Multiplikatoren und Booster nur aktiv werden irgendwie, wenn mindestens 10 Spieler an der Schlacht teilnehmen und von denen jeder irgendwie 500 Punkte erzielt hat mindestens. Was halt keine Kunst ist irgendwie, aber keine Ahnung. Hat mich jetzt nicht so gejuckt, weil den Custom Games Modus wirklich abusen, um den halt zu, um XP zu farmen. Weiß nicht, ist es mir nicht wert. Die Custom Games nutze ich halt nur manchmal, wenn ich halt schnell irgendwie noch ein paar Battle Tasks erledigen muss oder so. Weil das geht in Custom Games halt super schnell. Aber die meiste Zeit benutze ich die Custom Games eigentlich nicht, weil ich auch nicht so viele Leute habe, die das mit mir spielen irgendwie. Bin voll das arme Würstchen hier. So, dann kommen wir jetzt zu Making Enlisted a Better Place Nummer 9. Und da ging es um die Verbesserung von Minen, was ich im letzten Video schon angesprochen habe. Ich kann es ja mal hier verlinken. Da kann man sich das mal angucken mit der Umfrage. Im Endeffekt ist es jetzt so, wie ich es vorhergesagt habe. Die Minen wurden halt jetzt angepasst. Die Antipersonenminen, die haben jetzt eine höhere Reichweite und die kann man quasi dodgen, wenn man schnell genug schaltet. Das heißt, man tritt auf den Draht, der Pin wird rausgezogen, das Ding fliegt in die Luft und wenn man sich rechtzeitig hinlegt, dann kann man das noch überleben. Deine Bots werden wahrscheinlich trotzdem verrecken, je nachdem. Muss man halt mal schauen. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und da die ganzen Minen jetzt halt auch Silver Orders kosten, ist halt die Frage. Ich habe noch ein paar ausgerüstet, ein paar Soldaten. Aber kaufen, weiß ich nicht, ob ich mir da jetzt welche holen würde unbedingt. Vielleicht um die mal zu testen. Die Minen können jetzt auch schneller gesetzt werden. Also das gilt auch für die Panzerabwehrminen. So viel zu den Minen. Und dann das nächste, was ich halt ganz gut fand, dass die Engineere mal einen kleinen XP-Buff gekriegt haben. Und zwar, wenn man jetzt irgendwelche Sachen macht, zum Beispiel man zerstört Objekte, die der Gegner gebaut hat, was schon lange im Forum gefordert wurde, dass man halt fürs Abbauen von feindlichen Strukturen auch Punkte kriegt. Weil man hat es halt damals aus Solidarität gemacht, aber ist halt nett, wenn es ein bisschen belohnt wird. Und wenn man jetzt halt Barrikaden und sowas wegballert vom Gegner, dann kriegt man halt Punkte. In den Patch Notes, da steht 5 bis 45 Punkte pro zerstörtem Objekt, je nachdem halt. Ich denke mal, wenn man einen Spawnpunkt zerlegt, dann kriegt man halt 45 Punkte, genau wie eine Flak oder eine Pack. Und halt für kleinen Scheiß wie Sandsäcke oder Stacheldraht wird man halt 5 Punkte kriegen. Aber da habe ich jetzt noch nicht so genau drauf geachtet. Aber man muss die nicht nur von Hand abbauen, sondern man kann sie halt auch mit allem möglichen anderen Zeug wegbolzen, so wie vorher halt auch.
Dann wurde die Belohnung fürs Erobern von Zonen wurde verdoppelt. Das ist auch nicht schlecht, weil das war auch immer ein bisschen wenig allgemein von Punkten her. Das gleiche gilt natürlich auch für die Zerstörung strategischer Objekte im Destruction-Modus. Und was auch ganz nett ist, wenn jemand bei eurem Spawnpunkt spawnt, dann kriegt er jetzt auch 30 Punkte statt nur 15. Was immer noch ein bisschen wenig ist, aber ich denke mal, die wollen das nicht zu hoch machen. Ein bisschen höher könnte es halt sein, weil Spawnpunkte setzt halt echt irgendwie keine Sau. Was ich immer noch nicht verstehen kann, warum die Leute so blöd sind. Weil wie gesagt, der Pionier ist halt immer noch die wichtigste Klasse im Spiel und die Spawnpunkte sind so unglaublich wichtig, um ein Match zu gewinnen. Aber ich denke mal, wenn man jetzt da, keine Ahnung, 100 Punkte pro Spawn kriegen würde oder so, dann wäre halt die ganze Map zugepflastert mit den Dingern wahrscheinlich. Aber das Ganze ist mal nett, dass die jetzt dran denken, das mal ein bisschen zu erhöhen mit den Punkten. Da bin ich schon mal recht froh. So, und dann kommen wir jetzt zum Interessantesten von den ganzen Sachen. Und zwar mit dem nächsten großen Update. Das ist schon mal gut, wenn die sowas ankündigen. Das heißt, dann wird das nächstgrößte Update nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Und zwar hat der Funker eine neue Fähigkeit bekommen. Ein Ziel für eine Bomberstaffel zu markieren. Und zwar eine AI-gesteuerte Bomberstaffel. Und das läuft dann folgendermaßen ab. Die kriegen die Koordinaten vom Funker. Dann wird eine computergesteuerte Bomberstaffel losgeschickt. Und hat eine Ankunftszeit von 2 Minuten. Dann kommt halt auch ein Bombenalarm für den Feind, dass der halt weiß, dass er gleich von oben auch einen Sack kriegt. Und in 2 Minuten kommen dann die Bomber an und wenn die halt nicht abgefangen werden von Jägern oder von Flakgeschützen, dann fangen die an, alles weg zu bombardieren, was da so unten drum hängt. Das heißt, als Gegner, wenn der 2-Minuten-Countdown dann kommt, dann, also ich weiß nicht, ob die Gegner das direkt bei den 2 Minuten dann merken oder erst später, ist halt Zeit für die, was dagegen zu machen, weil sonst kriegen sie halt mächtig auf den Sack. Und das Interessante an der ganzen Sache ist halt, dass die Bomber selber auch funktionierende Heckschützen haben. Das heißt, die Bomber versuchen sich auch zu verteidigen. Das ist wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass auch die Heckschützen für die normalen Bomber im Spiel wieder reinkommen. Die waren ja ganz in der Alpha, gab es das mal. Dass halt die Stuka und andere Flugzeuge, die halt 2 Besatzungsmitglieder haben, dass der Gunner halt auch funktioniert hat. Der war zwar maßlos OP damals, habe ich gehört. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Da habe ich erst kurz danach angefangen. Aber ich denke, dann wird das jetzt einigermaßen wieder zurückkommen, dass man halt auch ein bisschen was Defensives hat, wenn man halt einen Bomber fliegt. Aber das Ganze finde ich eine super Sache. Ich hoffe mal, dass es nicht zu OP ist. Ist halt die Frage, ob die dann jetzt komplett von den spielergesteuerten Bombern weg wollen, weil da immer viele Leute rumheulen und das halt auf KI überlaufen lassen. Was ich nicht die richtige Lösung finde eigentlich. Aber ich finde es halt eine super Sache, weil die Funkerklasse dadurch jetzt mal ein bisschen aufgewertet wird. Wenn die sowas noch machen mit einem Mörser zum Beispiel, mit einem Mörsertrupp, dass der halt auch große Mörsergeschütze anfordern kann oder keine Ahnung, von Schiffen von mir aus beim D-Day irgendwas, dann wäre das Ganze halt auch wesentlich angenehm spielbarer. Von daher kann man sich schon mal aufs nächste Update freuen und ich hoffe mal, dass es nicht mehr zu lang auf sich warten lässt und dann ist halt die Frage, wenn sie sagen, das nächste große Update, was halt dann noch kommt. Es war ja mal das Gespräch von einem Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg oder halt ein Wendepunkt halt allgemein. Da weiß ich ja nicht, ob sie einen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg meinen oder einen Wendepunkt vom Spiel, ob irgendwas Gravierendes noch geändert wird. Zum Beispiel die Kampagnen, das Kampagnensystem, was gerade ja noch so semi funktioniert irgendwie. Meiner Meinung nach jedenfalls, könnte besser sein. Oder halt eine neue Kampagne, was als Wendepunkt könnte man Stalingrad nehmen, was ja auch schon länger im Gespräch war im Forum. Was ja auch, da gab es damals mal eine Umfrage mit Stalingrad und Stalingrad hatte sogar die Umfrage gewonnen. Da ist halt die Frage, was du in Stalingrad machst, weil das ist ja eigentlich quasi nur Moskau 2.0 mit ein bisschen anderem Equipment. Deswegen muss man gucken, wie man das Ganze dann implementiert, um die Spielerbase nicht noch mehr zu splitten. Das ist halt das Hauptproblem an den Kampagnen aktuell. Oder der Pazifikkrieg, das wäre auch eine Idee. Gerade hier Pearl Harbor, Schlacht um Midway oder so, ist dann hauptsächlich sehr Flugzeug- und Schiffslastig. Aber keine Ahnung, da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Ich lasse mich einfach überraschen vom nächsten Update. Und freue mich drauf, dann mit dem Funker Bomber zu rufen. Da habe ich tatsächlich Bock drauf und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Das war's dann jetzt erstmal mit den News, sonst gab es da jetzt nichts weiter, außer ein paar kleine Balancing-Anpassungen, aber das gibt es ja irgendwie jede Woche. Ich kann die Sachen auch unten nochmal verlinken, dann kann man sich das selber nochmal durchlesen, den ganzen Spaß. Und dann verabschiede ich mich erstmal und man sieht sich an der Front.